Jetzt wird es einmal Zeit, dass wir über das Thema der US-Wirtschaft mal im Detail sprechen. Wir sehen es hier auf dem Bildschirm, die US-Wirtschaft mit Erholungstendenz nach dem Corona-Lockdown. Doch der Ausblick ist gemischt. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist so ein bisschen der Tenor aus dem aktuellen Bischbock. Ja, wir haben ja am Mittwoch um 20 Uhr das oder den Wirtschaftsbericht bekommen, das BIStBuK an sich, und da schaut ja auch die FED entsprechend mit rein. Bevor wir hier in die Details gehen, bitte ich wieder zu beachten den Risikohinweis an dieser Stelle. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das alles gilt zusammen im, ja, Risikohinweis zu beachten. Nochmal ganz kurz zum Thema BIStBuK. Diejenigen, die noch nicht so oft zugeschaut haben, hier die Frage: Was ist denn das BIStBuK überhaupt? Worum geht es im BIStBuK? Das BIStBuK ist der Konjunkturbericht aus den USA. Er wurde 1970 ins Leben gerufen und zeigt der Fed, wie es um die Wirtschaft in den USA bestellt ist. Befragt werden Banken und Branchenexperten, Unternehmenslenker und Ökonomen, und daraus werden dann sozusagen Aussagen abgeleitet über ökonomische Trends, mögliche zukünftige Herausforderungen. Und hier sehen wir positive Meldungen untermauern die Wirtschaft. Das kann den Unternehmen helfen, das kann auch den US-Dollar stützen. Negative Meldungen hingegen, die dämmen die Wirtschaft ein und führen sozusagen zu einer Schwächung des US-Dollar. Und das FOMC nutzt diese Aussagen dann entsprechend bei dem Entscheid über beispielsweise kurzfristige Zinsen. Das Ganze wird veröffentlicht im Board of Governors of the Federal Reserve System. Hier ist mal, wer das mag, die Internetadresse dazu. Veröffentlicht wird das Ganze achtmal pro Jahr, immer 2 Wochen vor dem FOMC-Meeting. Das heißt, in 14 Tagen haben wir dann sozusagen wieder das entsprechende Meeting. Schauen wir drauf, was gab es oder gibt es hier an dieser Stelle diesen Monat entsprechend zu sagen. Wir sehen es mit Blick, worum wir sprechen. Es sind ja immer die drei Teile. Wir starten hier zuerst mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, um einfach mal herauszubekommen, wie lief es denn seit dem letzten BIStBuK. Da hatten wir ja doch ein relativ düsteres Szenario dabei. Was wir hier an dieser Stelle heute rauslesen können oder aktuell rauslesen können, sind Daten darüber, dass wir eine weitläufige Zunahme der Wirtschaftsaktivitäten gemeldet bekommen. Das Ganze zwar auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, aber es kommt so langsam wieder in Tritt. Mit Blick auf die Konsumausgaben wird gemeldet, dass diese auch angestiegen sind. Das heißt, die breiten Wiedereröffnungen sozusagen. Ich sehe hier gerade auch einen Fehler noch drin, einen kleinen Rechtschreibefehler. Den mache ich gleich mal noch mit großer. Da haben wir es. Sozusagen hier die breite Wiedereröffnung der Geschäfte sozusagen, die wir haben, die hat natürlich dann dafür gesorgt, dass die Konsumausgaben ansteigen. Wiedereröffnet wurden halt Geschäfte nicht systemrelevanter Bereiche. Das haben wir ja bei uns in Deutschland im Lockdown ganz genauso gehabt. Und hier sieht man halt, dass auch hier in den USA die Bürger bereit sind dazu, wieder rauszugehen, auch wieder Geld auszugeben. Also das ist schon ein positives Zeichen, was man an dieser Seite lesen kann. Und das sollte uns für die Zukunft, wenn man irgendwann in diese Region kommt, den Virus wieder in, sage ich mal, mehr unter Kontrolle zu bekommen in den USA. Kontrolle ist ja etwas, das in den USA nicht vorhanden ist. Wir hatten es ja auch schon gehört, dass die Lockdown-Maßnahmen in den großen Bezirken, wie zum Beispiel Kalifornien, wieder etwas mehr in den Vordergrund gestellt werden, weil man einfach dem Ganzen nicht Herr wird. Aber der letzte Bericht sozusagen hat uns gezeigt, Konsumausgaben steigen. Eine deutliche Zunahme der Ausgaben gibt es im Einzelhandel. Im Bereich Einzelhandel haben wir hier auch noch eine Zusatzinformation bekommen, dass die Kfz-Verkäufe vor Lebensmitteln und Heimwerkerbedarf am stärksten angestiegen sind. Weiterhin legen zu die Ausgaben für Freizeit und das Gastgewerbe. Allerdings, wie ist es denn auch anders zu erwarten? Das Ganze deutlich unter dem Vorjahr. Das produzierende Gewerbe erholt sich ebenfalls, allerdings auf einem sehr, sehr niedrigen Level. Aber man merkt, es wird ein Stückchen besser, oder es ist in der letzten Berichtsperiode etwas besser geworden. Schauen wir weiter in den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Hier meldet das Transportgewerbe, dass hier landesweit mehr Artikel
sozusagen transportiert werden, das Ganze über die Straßen, die Schiene und auch die Luft. Das Baugewerbe zeigt aktuell eine verhaltene Entwicklung. Das hat diverse Maßnahmen, unter anderem halt auch teilweise Knappheit von Rohstoffen zum Bau und Ähnlichem. Das merkt man dort an dieser Stelle. Der Immobilienmarkt zeigt ein gemischtes Bild. Wir wissen ja, in den USA, der Immobilienmarkt ist ein sehr, sehr wichtiges, sage ich mal, ein sehr, sehr wichtiger Faktor auch bei der Binnenwirtschaft. Gemischt aus der Seite, dass wir hier die zwei Dinge sehen, da wird ja auch immer unterschieden über das Thema Privat und über das Thema sozusagen der Büroimmobilien. Bei den Hausverkäufen sehen wir weitere Zunahmen, das in einem moderaten Level, und bei den gewerblichen Immobilien, das Ganze verharrt momentan auf einem relativ niedrigen Niveau. Und das ist ein gutes oder ein gutes Zeichen bei den Hausverkäufen im privaten Sektor, dass da die niedrigen Zinsen auch dafür sorgen, dass hier leichter Anstiegen da ist. Das Thema mit den gewerblichen Immobilien, da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, was die Gründe dafür sind, dass der relativ niedrig entsprechend auch verharrt. Das könnte unter Umständen damit zu tun haben, dass die Unternehmen halt einfach gerade sagen, nee, wir wollen jetzt keine langfristigen Güter einfach kaufen, weil uns die Zukunftsaussichten momentan zumindest noch zu düster sind. Die Bedingungen der Landwirtschaft und im Energiesektor sind weiterhin sehr, sehr schlecht. Wir sehen es hier, da kommt man nicht in den Tritt. Was wichtig ist oder interessant zu sehen, eine gute Maßnahme seitens der US-Regierung, das Paycheck Protection Program, also das Triple P, haben wir hier. Das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen erwähnt. Das ist ein Programm, ein Kreditprogramm, das den kleineren Unternehmen hier unter die Arme greift, ihre Liquidität hochzuhalten, die kurzfristigen Ausgaben sozusagen zu bezahlen. Das stützt das Ganze etwas und hält die Firmen sozusagen in den Zeiten, wo die Rückgänge der Umsätze so stark sind, dass der laufende Cashflow stark beeinflusst wird, hier nicht in die schlechte Sache zu kommen, dass man das Unternehmen schließen muss, weil man einfach kein Geld mehr auf dem Konto hat. Generell sind die Aussichten, die weiteren Aussichten sind ungewiss an dieser Stelle. Muss man sagen, warum, was steckt dahinter? Das ist ganz klar herauszulesen. Das Ausmaß und die Dauer von Covid-19 für die Zukunft, das ist für viele eine große Problematik, die man nicht so einfach durchschauen kann. Wir sehen, wie schnell sich das Ganze wieder ausbreitet und das wird halt schwierig. Und das ist das, was hier der starke, starke Wermutstropfen in diesen leicht verbesserten Ausblick beziehungsweise der leicht verbesserten letzten Berichtsperiode ist. Das Ausmaß von Covid-19 für die Zukunft ist hier nicht vorhersehbar. Und aus diesem Grund werden die Unternehmen hier weiterhin stark davon beeinflusst. Und wir sehen es, die Geschäftsschlüsse oder die Barschließung oder die Restaurantsschließung oder die Friseurschließung in Kalifornien, das sind ja massive Zeichen dafür, dass wirklich hier noch lange nicht alles vorüber ist. Und das ist genau die Ungewissheit, die wir hier mit sehen. Machen wir weiter mit dem Thema Arbeitsmarkt und Löhne. Danach kommt noch der Blick in die Preise. Am Arbeitsmarkt hatten wir beim letzten Mal ein sehr, sehr düsteres Bild, ne? Da ging es ja ordentlich heftig zur Sache. Riesengroße Anstiege der Arbeitslosigkeit. Es gab Schlangen vor den entsprechenden Centern. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wir bekommen aus der letzten Periode gemeldet, dass weit über alle Distrikte verteilt sage ich mal, ein Anstieg der Beschäftigung zu verzeichnen ist. Woran liegt das? Die Wiedereröffnung vieler Sektoren. Wir hatten es ja vorhin schon, es war ja viel geschlossen. Alles, was nicht systemrelevant ist, war geschlossen. Die Geschäfte, die Bars, die Restaurants, alles war da, aber nicht geöffnet. Jetzt haben wir wieder die Wiedereröffnung. Das heißt, dann haben wir eine leichte, sage ich mal, Beschäftigungsanstieg. Gesucht werden, ganz klar, Einzelhandel, Freizeit und Gastgewerbe, das sind ja auch die Branchen, die extrem auch gelitten haben. Da hat man das jetzt hier allerdings. Ein Wermutstropfen gibt es auch hier. Wir sehen es hier beim Thema Gehaltsabrechnung. Die Höhen der Gehälter sind deutlich unter der Vorpandemie. Und damit sieht man einfach, dass hier noch alles nicht im grünen Bereich ist, sondern dass das erste Schritte sind, die hier gegangen werden. Und den Rest muss man einfach in der Zukunft mal sehen. Mit dem Thema Gehaltsabrechnung verbirgt sich halt noch etwas weiteres. Und zwar, das kennt ja jeder auch, wenn das Einkommen ein bisschen sinkt, haben wir möglicherweise weniger Geld zum Ausgeben. Also was heißt möglicherweise? Wenn man weniger Kohle aufs Konto kommt, hat man auch weniger zum Ausgeben. Das merkt man hier und das wird dann auch die US-Wirtschaft merken, was hier an dieser Stelle entsprechend noch kommt. Mit Blick auf die Unternehmen wird gemeldet, dass es eine relativ hohe Fluktuation kommt. Das hat verschiedene Dinge auch hier.
im Zusammenhang mit dem Ganzen der Ausweitung von Entlassung in einigen Distrikten. Das hängt alles so ein bisschen zusammen. Und zwar haben wir hier ganz klar die Herausforderung Gesundheits- und Sicherheitsbedenken. Das ist das eine. Das dritte oder das zweite ist hier das Thema der Kinderbetreuung. Wohin mit den Kindern, wenn man auf Arbeit geht oder gehen muss, aber der Kindergarten noch zu ist. Das ist schwierig, da braucht man eine Entscheidung, da muss man was treffen. Aus diesem Grund sind das wirklich sehr, sehr hohe, sage ich mal, Herausforderungen, auch für die Unternehmen, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann ist auch noch etwas, was in diesen Bereich Arbeitsmarkt mit reinpasst. Die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung hält Arbeitnehmer zurück. Ja, also es ist halt so, wenn die Leute durch den Staat mehr Geld bekommen als durch den eigentlichen Job, da braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen. Da weiß man, wie die Entscheidung ausfällt. Dann bleiben die Leute eher zu Hause. Und das ist noch ein bisschen problematisch für den Arbeitsmarkt. Mit dem Thema Arbeitsmarkt gibt es auch noch einen weiteren Punkt zu beachten. Und zwar, wir haben es gesehen, gerade das Thema Beschäftigung. Möglicherweise steht hier in den USA eine weitere Entlassungswelle an. Und zwar, warum? Das ist das Thema. Aktuell haben wir ja, dass das Triple P die Liquidität schafft, damit die Unternehmen nicht schließen müssen. Ja, das ist da, das ist alles kein Problem. Und was jetzt in Zukunft wichtig sein wird, damit die Unternehmenslenker entscheiden, wird es weitergehen oder nicht, sind ganz klar die Entscheidungen der Nachfrage oder die Entwicklung der Nachfragesituation. Wird sich die Nachfrage beschleunigen oder auf einem guten Niveau stabilisieren? Da sieht die Welt ganz anders aus, als wenn wir weiterhin einen kommenden starken Nachfragerückgang haben, einfach weil die Leute wieder nicht einkaufen gehen dürfen. Das ist die Stellschraube, die wir hier haben und darauf kommt es entsprechend an. Das heißt, hier sehen wir es, die Nachfrageentwicklung entscheidet ganz klar über das Thema Weiterbeschäftigung oder Entlassung. Das dazu und dann gucken wir noch kurz auf die Preise. Bei den Preisen gibt es wenig Überraschung. Das haben wir ja auch schon immer wieder gemerkt, wenn wir hier die Inflationszahlen bekommen. Die Preisentwicklung hat sich durchgängig kaum verändert. Es gibt aber hier und da Ecken, da hört man was von Preissteigerung. Und zwar hat man teilweise Preisanstiege im Bereich Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung für das Covid-19. Das hängt mit der Lieferkettenstörung zusammen und vereinzelte Anstiege im Lebensmittel- oder Getränkebereich. Hier beispielsweise Rindfleisch wird sehr gesucht. Ausnahme von dieser Preisentwicklung sind Neu- und Gebrauchtwagenpreise. Da gibt es Distrikte, die berichten darüber, dass die Preise für diese Kfz steigen. Es hat einfach den Hintergrund, dass die Lager leer sind. Es wird nichts produziert, es kommen keine Gebrauchtwagen zurück und damit sind die Lager leer. Und wenn wir da eine Nachfrage haben bei rückgängigen Angebot, ist es klar, dann steigen die Preise und das hängt hiermit zusammen. Also das mal der kleine Blick in das Bischbuch und an dieser Stelle ist das der Blick zurück gewesen. Ja, das also an diesem Punkt muss man einfach ganz klar konstatieren, das ist Vergangenheit aus jetziger Sicht. Deswegen habe ich vorhin auch am Anfang gesagt, es ist sozusagen Licht schon da, aber es gibt momentan auch ziemlich starken Schatten und der große, große Schatten, der momentan über der US-Wirtschaft schwebt, ist ganz klar, ist das Thema erneute Lockdowns. Nachdem es ein bisschen lockerer zur Sache ging, sind die Covid-19-Ansteckungszahlen wieder extrem hoch angestiegen. Das sieht man ja auch immer wieder in den Medien. Und wenn wir hier in die Situation kommen, dass wir einen deutlichen Zuwachs dieser Zahlen bekommen und wir wieder massive Lockdown-Maßnahmen sehen für einige Wochen, das wird der Wirtschaft wieder sehr, sehr stark zusetzen und das wird entsprechend dann dafür sorgen, dass wir möglicherweise steigende Arbeitslosigkeit wieder sehen werden und das wird dann Auswirkungen haben auch auf die Aktienmärkte, auf die Indizes. Die werden schon darauf reagieren und da kommt es dann halt wirklich darauf an, wie dann auch die Zentralbanken weitermachen an dieser Stelle, wie die Stützungsmaßnahmen ausschauen. Aber aus dieser Sicht her, die fundamentale Seite sieht momentan ein bisschen schlechter aus oder wahrscheinlich deutlich schlechter als das, was wir hier momentan im Bischbuch gesehen haben. Das heißt, was jetzt für uns auch in den kommenden Wochen sehr, sehr wichtig wird, ist wirklich das Thema zu schauen, wie entwickelt sich die Arbeitslosigkeit, wie entwickelt sich beispielsweise auch die Nachfrage nach Öl. Öl ist ja ein starker Wirtschaftsindikator. Eine abschwächende Wirtschaft sorgt dafür, dass die Nachfrage nach dem Rohstoff sinkt. Wir müssen auf den Transport schauen, wenn der Transport zurückgeht. Das sind alles Maßnahmen oder beziehungsweise das sind alles Indikationen dafür, dass die Wirtschaft wieder ein Stück in den Rückwärtsgang geht.
angeht. Und das könnte dann unter Umständen auch für eine höhere Volatilität an den Märkten sorgen, sozusagen. Das sozusagen dazu. Wir gucken uns das Ganze natürlich immer über die Indizes auch in den nächsten Wochen weiter an. Ich bin gespannt auf das, was die Fed in 14 Tagen sagen wird und was die Arbeitsmarktberichte natürlich machen. Das ist ja die wichtige Gradmesser oder die wichtigen Gradmesser für das, was wir an den Börsen auch sehen werden. Das bleibt sehr, sehr spannend. Ich sage an dieser Stelle ein ganz liebes Dankeschön fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Und ja, nächste Woche Montag geht es dann um 8.30 Uhr weiter mit dem Blick in die Märkte. Den, sage ich mal, Wochenendeintrag hier, also mein Research am Sonntag, kommt natürlich geplant. Wie immer am Sonntag. Und ich hoffe, dass es dann in der nächsten Woche hier mit dem Internet wieder ordentlich läuft und wir ganz in aller Seelenruhe wieder die Livestreamings haben können. Also an dieser Stelle noch einmal danke für die Geduld, fürs Zuschauen und allen ein schönes Wochenende und einen erfolgreichen Freitag. Tschüss.